Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkar-Oase. Ich war im Action. Eigentlich wollte ich nach Schlüchtern fahren, weil bei uns war es ja die Tage ein bisschen leer, sag ich mal. Danke, liebe Vanessa, hat mir den Tipp gegeben, dass es sich vielleicht doch erst nächste Woche lohnt, weil ja, das, was neu kam, ist auch schon wieder ziemlich weg und also bin ich in unseren gefahren. Und siehe an, meine Tasche ist proppevoll. Auch mit Sachen, die ich dann noch für. Ich habe ja so sechs, sieben Mädels, wo ich immer als Einkaufspate fungiere, sozusagen. Ja, was gibt's Neues? Es gibt die 10, also es sind vier verschiedene Sets mit 10 Fine Twin Markers. Ihr habt eine Brushspitze und einmal extra fein. Also ich schätze wie ein Feinliner, ich habe noch nicht reingeguckt. 1,99 das Set, vier Stück gibt's. Es gibt einmal hier die Grüntöne, also wenn ihr euch die Farben angucken möchtet. Und hier nochmal die Nummer. Dann gibt es das Rot-Pink-Lila-Set. Das Blaue. Ist auch ein Blender dabei bei dem blauen Set. Und das Gelb-Orangene und Braun. So, das war das, also jeweils 1,99. Dann habe ich für mein Projekt am Wochenende Farbe nochmal nachgeholt, weil ich mir vorstellen könnte, dass die, die ich noch habe, nicht reicht. Es gibt ein Acryl-Pouring-Bild in, ich weiß gar nicht, so 90 mal 1,10 oder 1,20 oder vielleicht auch noch größer. Dafür brauche ich jede Menge Schwarz und Weiß, jeweils 1,89. Dann gibt es, die kommen dann später. Dann habe ich nochmal von den Washi-Boxen jeweils zwei Stück geholt für meine Mädels, die gerne welche haben möchten. Und es gibt, wie soll es anders sein? Wie war das? Ich kaufe keine Stifte mehr. Ich sag mal jetzt nichts. Hier fällt schon alles runter. Ich lasse das jetzt einfach mal so wirken. Noch einer ist runtergefallen. Yay! Also, es gibt insgesamt 72 neue Stifte. Also, es sind wahrscheinlich. Ja, wobei, hier steht 72 New Colors. Ne? Ich habe sie noch nicht verglichen mit meinen. Müsste ich noch machen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Kosten 3,99, ist auch wieder so eine Box dabei. Also so eine Ablage. Achso, ich kann den. Der blaue, der geht eh schon die ganze Zeit auf. Den kann ich ja mal rausholen. Also ist wieder so eine Ablage mit dabei. Und wie gesagt, sechs Sets gibt's. Jeweils 3,99. Sorry, ein bisschen. Es ist halt einfach. Ich halte mal das hier in die Kamera. Das ist einmal das Set. Dann das Lilane, ein bisschen runter wegen dem Licht. Das Orange-Rot Set. Dann haben wir hier noch Rosa. Jetzt wird es langsam schwer für eine Hand. Grün. Na komm, den einen kriege ich auch noch drauf. Und oh, Brauntöne. Ja, eigentlich wollte ich keine Aquamarker mehr kaufen. Ja. Ich wollte auch keine Stifte mehr kaufen. Davon mal ganz abgesehen. So. Die hier sind nicht neu. Nee, so geht das nicht. Moment. Ich habe hier definitiv keinen Platz auf meinem Tisch. So. Schon besser. So, sorry. Die sind nicht neu. Die habe ich jetzt auch noch mal mitgebracht. In den verschiedenen, also ich habe sechs Varianten gefunden. Ich habe damals, als die neu waren, habe ich selber nur vier gekauft. Habe sie tatsächlich auch immer noch nicht benutzt. Die sechs Sets gibt. Da kostet ein Set 76 Cent. Dann habe ich noch mal versucht, die Schablonen zu bekommen. Allerdings, ja, mehr war leider nicht mehr da.
72 Cent. So, dann habe ich noch einmal einen rosa Basteldraht. Der war bei uns die ganze Zeit leer. Habe ich jetzt auch endlich noch bekommen. Da muss ich jetzt leider mal kurz gucken. 69 Cent. Dann habe ich noch für die liebe Anne. Die liebe Anne hat mir jetzt die Designpads besorgt. Heute ganz frisch. Und ich hatte ihr ja schon Stanzen und Stempel mitgebracht. Und diese zwei Blöcke haben ihr noch gefehlt. Die habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht. Jeweils 1,79. Hatte ich ja schon mal gezeigt, deswegen blätter ich da jetzt relativ fix durch. Das ist das. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Dann gibt es seit heute anscheinend, bei unserem zumindest, neue Epoxy-Holo-Sticker. Es gibt Herzen, Blumen, Sterne und Regenbögen. Ich habe allerdings, ja, also alles andere brauche ich nicht. Ich habe, also Herzsticker, dafür habe ich eigentlich gar keine Verwendung. Und, ja. 49 Cent ein Bogen. Jetzt so vor Weihnachten passt es ganz gut. So, jetzt brauchen wir doch wieder ein bisschen mehr Platz. Es ist hier. Ich habe aber heute auch wirklich einiges in meiner Tasche gehabt. So. Ist jetzt die Frage: Zuerst die oder zuerst die? Tüte ist fast leer. Ich habe noch 'tatsächlich mal Deko für Weihnachten eingekauft. Die habe ich mir jetzt auch mal gegönnt. 1,99 das Stück. Kann man nicht meckern. Also Schneekugel mit der hier auf jeden Fall mit Holo. Bei dem suche ich es Holo gerade. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Holo-Effekt mit drin. Also jeweils 1,99. Dann lege ich die doch mal hier hin. Machen wir zuerst die Stanzen. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich dachte, es gibt 8. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, beim Durchgucken hätte ich 9. Nee, das ist doppelt. Das. 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 Ah, okay. Dann war die eine doppelt. Das ist gut, weil ich brauche das Set ja auch noch. Also sind es doch 8. Dann nehme ich es zurück. Die neuen Randstanzen. 1,29. Die lagen sowas von unauffällig neben diesen kleinen blauen, die es da mal gab. Diese einzelnen Motive. Allerdings war schon jemand dran, weil ich habe gerade geschafft, ein Set komplett zu bekommen und noch ein halbes. Mehr war leider nicht mehr da. Das sind die 8 Randstanzen. Achso. So. Mein Code noch. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Blöcken. Wir haben den hier. Ja, es ist schade, dass ich ausgerechnet den, der zumindest von außen am niedlichsten ausgesehen hat, leider nur ein einziges Mal bekommen habe. Das ist nämlich der hier. Schauen wir mal durch. Ja, mit der Eule. Ich weiß schon, wer die Eule kriegt. Na, die Farben sind schön, muss ich jetzt mal sagen. Farben gefallen mir gut. Naja, okay. Also der Fuchs, der Schneemann. Ja, schon niedlich. Also hier sind dann auch die Beispiele, wie die dann aussehen könnten. Hier ist noch die Artikelnummer. Wenn sie denn mal. Ja. So, dann haben wir hier Igelchen, Weihnachtsmann. Ich mache das jetzt mal
Bisschen schneller. Es haben ja schon ein paar gehabt im Haul. Ein Hase zu Weihnachten. Warum nicht? Ist ja auch süß. Man muss die ja auch nicht so machen, wie sie das hier vorschlagen. Man kann die ja auch ganz anders nutzen. Ich glaube, ich habe auch noch vom letzten Jahr ein paar ungemachte. Wie das halt so ist. Man muss die Sachen haben und dann kommt man doch nicht dazu. Also ich sehe es ja bei mir. Ich habe im Moment bin ich ja an meiner Saatgutbox. Diejenigen, die bei mir in der Facebook-Gruppe sind, haben es ja schon so einen Vorausblick quasi gesehen. Ja, jetzt macht mir diese Box. Jetzt habe ich gerade 4 Seiten modelliert und jetzt reißen mir die Klebekanten. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, weil ich habe es auch größtenteils mitgefilmt, dass ihr mal seht, wie ich das mache. Aber ja, was soll ich da sagen? Es war eine tolle Idee, aber irgendwie hat sich es jetzt so ein bisschen zum Albtraum entwickelt. Ich versuche es aber noch zu retten, weil ich einfach schon so viele Stunden Arbeit da reingesteckt habe, dass ich das unbedingt irgendwie retten möchte. So, Nummer 5. Na, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich jetzt nach den Designpads nicht mehr gucken muss. Die sind bei uns halt einfach immer noch nicht da. Liebe Anne, vielen Dank fürs Mitbringen. Auch wenn ich sie jetzt noch nicht direkt habe, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage dauern, weil ich schicke ihr ja auch noch ein Päckchen, das will ich übers Wochenende fertig machen. Aber der Hauptsache, man weiß schon mal, dass man es hat. Dann muss ich mich jetzt darum wenigstens nicht mehr kümmern. Ich habe ja noch so ein bisschen was anderes im Kopf. Mit was halt im Moment noch alles ansteht. Projekte und auch auf der Arbeit und so weiter und so fort. So, hier sind die Beispiele. So, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass wir durch sind. Es war auch eigentlich genug. Ach so, was kosten sie? Das ist eine sehr gute Frage. 99 Cent das Stück, genau. Ja, ich hoffe, euch hat mein Haul gefallen. Auch ich habe halt auch gehofft, dass ich heute die Weihnachts-Lux, also Lux-Paper-Blöcke, oh Gott, schweres Wort, bekomme. Aber da ist auch noch nicht mal ein Schild da bei uns. Ich denke, das wird noch dauern. Es ist ja auch gerade mal Anfang Oktober. Wobei, zum Basteln wird es jetzt langsam Zeit, wenn ich überlege, dass ich noch 2 Adventskalender machen wollte. Den einen oder vielleicht sogar beide will ich mit euch zusammen machen. Wobei ich den ersten erstmal ausprobieren muss, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist wie mit der Saatgutbox. Dasselbe in Grün. Gut, nicht so viel schnacken. Das war der Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage Tschüss, fühlt euch geherzt. Ciao.